So, Freunde, herzlich willkommen. Heute gibt es mal kein Let's Play oder keine Vorstellung. Ich würde mal sagen, heute brauche ich mal Hilfe. Und zwar, wie sagt man es am besten, habe ich jetzt in einigen Foren mich schon mal durchgelesen, sprich diese Überlappung von den Texturen. Ich drehe einfach mich mal ganz kurz rum und schaue mal um die Ecke. Man sieht es, Flughafen Berlin-Tegel haben wir hier. Was mir jetzt hier in erster Linie erstmal gleich auffällt, ist, die Finger fehlen. Man sieht zwar die Schatten von den Fingern, aber mehr auch nicht. Des Weiteren muss ich dazu sagen, speziell Airport Tegel, wenn man sich die Bäume mal anschaut, die Landschaften, irgendwie sieht das ein wenig mau aus. Auf der Piste wachsen Bäume. Es gibt ja so eine schöne Sendung, die Welt nach unserer Zeit, wo alles wuchert, aber da befinden wir uns noch nicht. Und mich nervt es halt ein wenig, wenn man ein Let's Play machen will. Ich wollte jetzt die Tage eigentlich ein Let's Play mal ganz gerne machen zur A320 Airbus X Extended, wie der IFA-Flug funktioniert. Scheitere ein wenig dran, wenn ich meine Flughäfen innerhalb Deutschlands, ob da Jump Airports 1 oder 2 oder 3 ist, dran, dass ich ständig irgendwo Bäume in der Landschaft stehen habe, die auf dem Flughafen eigentlich so nichts zu tun haben. Ich drehe einfach mal eine Runde mit dem Heli, um mal zu zeigen, was ich meine. Also ich sage das erste schon mal, dass mir hier die einige Texturen fehlen. Ich habe das zwar mehrfach deinstalliert und neu installiert, das German AirPods 3, vor allem in der Szenerie rausgenommen, wieder reingenommen. Das geht dann 3-4 Mal gut und beim 5. Mal hast du dann wieder eben diese Szenerie, wo dir halt dann irgendwelche Bäume im Weg sind oder die Szenerie teilweise unvollständig ist oder gar nicht zusammenpasst. Sprich, was jetzt die Wegmarkierung auf dem Rollfeld oder Vorfeld angeht. So, ich drehe jetzt einfach mal, dass wir mal gucken können, wo meine Probleme stecken. Vielleicht habt ihr da eine ganz gute Lösung. Ich werde auf jeden Fall, wenn wir damit durch sind, mal kurz meine Einstellung zeigen. Vielleicht kann einer was damit anfangen. Hier sehen wir es auch ganz schön. Eigentlich normalerweise haben diese Bäume hier überhaupt nichts verloren. Upala, das geht gerade ein wenig steil abwärts. Mal wieder richten die Kiste. So. Gut, dass die Kisten was abkönnen. Also hier können wir das ganz gut sehen. Wenn man jetzt Richtung Rollfeld will, hat man doch etliches Gestrüpp im Weg. Und das mutet mir doch echt darauf hin, dass das noch Überreste sind aus der Szenerie, die eigentlich standardmäßig auf dem FSX drauf ist. Gut, die Wälder sehen natürlich jetzt umso fetziger aus, aber wenn ich das hier so sehe, ich kann mir echt nicht vorstellen, dass das so aussieht. Und ein Start auf dieser Piste ist echt eine Herausforderung. Das ist ein Slalomlauf, also macht das mal 747, ich kann es nicht. Und das ist vor allem hier hinten, sieht man das besonders gut und auch ziemlich heftig. Auch hier linke Hand, die ganzen Bäume da mittendrin, also ich glaube nicht, dass das gewollt ist oder dass das so sein sollte. Vielleicht hat da einer mal eine ganz plausible und clevere Idee, woran das liegen könnte. Oder vielleicht habe ich auch eine Einstellung falsch, ich weiß es nicht. Dass man mal hier wirklich ein Auge drauf wirft und vielleicht haben ja doch andere User auch dieses Problemchen wie ich. Denn mich nervt es momentan urisch und ganz gewaltig. Ich kann jetzt, das sieht einfach nur kacke aus. Entschuldigung, wenn ich so sage. So, ich breche die ganze Nummer mal ab. Und wir sehen uns gleich wieder, wenn ich im FSX-Menü bin. Dann können wir vielleicht das ein wenig besser noch ausklamüsern. Also bis gleich. So, da sind wir wieder. Also, schauen wir uns mal die Szeneriebibliothek an. Also wie wir hier sehen können, German AirPods 3 habe ich ja an Priorität 1. Normal ist das AES Base Pack an Stelle 1. Und was ich jetzt schon mal so sagen kann, ist zum Beispiel jetzt Airport München, Tahiti oder Oslo, Côte d'Azur, Heraklion. Bei denen habe ich diese Probleme komischerweise nicht. Ich habe es wirklich nur bei German AirPods 1 und bei German AirPods 2 diese Probleme. So, wir gucken mal weiter runter. Antalya, Innsbruck, Monastir, Mallorca, Sharm el Sheikh. Alles Dinger, die funktionieren. Nur eben German AirPods 3 und 2, die sind echt urisch am Rumzetern und am Rummaulen. So, hier haben wir das Ultimate Terrain. Das liegt auch relativ gut, also damit habe ich auch eigentlich keine Probleme. Ich hoffe mal, dass es nichts damit zu tun hat.
Dann haben wir noch Keflavik und Wien. Und dann kommen hier auch schon die Edwards, Berlin. Die habe ich jetzt einfach mal rausgenommen, in der Hoffnung, dass Tegel sich damit erholt. Aber das hat keine Wirkung gebracht. Dann haben wir hier noch Istanbul. Das sind, glaube ich, alles diese Standard-Szeneries. St. Martin, das habe ich ja auch als Fly Tampa drin. Ja, wie wir hier sehen, das ist jetzt wirklich alles nur noch dieser einfache Standardkrempel. Standardszenerie, Standardgelände. Also ich bin echt ein bisschen überfragt, wo das Problem liegt, ob ich jetzt mich wieder auf die Defaults zurückversetzen lassen soll oder was. Weil, wie gesagt, ihr habt ja gesehen, in Tegel, das nervt unwahrscheinlich, wenn du denn an Flughäfen stehst, wo die Hälfte nur funktioniert oder teilweise gar nichts richtig geht. So, ich hoffe, dass ihr mir bei meiner Suche und bei meiner Pirsch weiterhelfen könnt. Wäre äußerst angetan von der Tatsache, wenn es doch mal ein Feedback gibt und vielleicht sogar zwei, drei oder eine echt hilfreiche Nummer bei ist, wo man sagen kann, das war's, das hat gefunzt, das klappt. Gut, in dem Sinne wünsche ich euch jetzt erstmal viel Spaß. Lasst euch mal was Schönes einfallen. Vielleicht könnt ihr mir ja auch mal helfen. Denn ich würde ganz gerne das mein Let's Play weitermachen mit Airports, wo man auch ordentlich was zu sehen bekommt und nicht da so ein Schrabbel und irgendwelche Bäume in der Gegend sind. Sonst kann ich mich auch mal mit dem Flieger rammen und die Bäume abmähen, aber ich glaube, da mähe ich mich nur selber mit weg. Gut. In dem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag, ein schönes Wochenende, wie auch immer. Und ich hoffe, mit hilfreicher Hilfe. Also bis dann. Tschüss, bye bye, euer Egon.